Moin zusammen, heute gibt es spontan ein One Day with Me, weil das Wetter echt schön ist und das bietet sich alles heute so zeitraummäßig an und deswegen nehme ich euch heute mal wieder den ganzen Tag mit. Ich fahre jetzt erstmal kurz runter zu den Pferden, lasse sie raus, muss sonst mal einen Unterricht machen und da schöne Grüße an Sina und an Merle, bis gleich. Und Rüdi ist auch schon ganz entspannt, der ist auch schon voll im Frühlingsmodus. Rüdi und Schild auf der Auffahrt. Hier kommen sie gleich angedackelt. Tap, 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 tap. Du bist ein feiner Hund, ne? Du bist ein feiner Hund. Ja, ich habe mir nämlich neue Stollen bestellt, also 3 Stück nachbestellt, weil meine 12 verloren gegangen sind. Und da kommt schon Martin. Hallo, Zazi. Und deswegen erstmal an Moas gehen, die Männers. Und dann düsen wir jetzt auch gleich los, bevor hier noch das weiter eskaliert mit Martin. Mega geiles Wetter, wie man hinter mir sieht. Kein Wölkchen am Himmel, doch da drüben ein paar so eine Schleierwölkchen, keine Ahnung wie die heißen. Und ich habe gerade schon die Hunde begrüßt und jetzt schmeiße ich erstmal die Pferde raus, weil wir heute noch Geländetraining haben nachher. Und dann waren die schon mal ein bisschen auf der Koppel und sind dann ja meistens auch ein bisschen entspannter drauf irgendwie. Ja, mal gucken, was sie sagen, ne? Da ist die Polly. Polly, Polly. Und da ist der Falto. Da ist ein Hoppel und da kommen die jetzt ganz schnell rauf. So, ich gehe jetzt mit den Pferden nach hinten zum Ende vom Reitplatz, weil da muss ich nämlich die Koppel aufmachen. Und dann können sie gleich schön ins Gras. Da donnern sie dahin. Ja, glückliche Ponys. Sehr glückliche Ponys. Sehr, sehr glückliche Ponys. Sehr schön, so muss das sein. So, ich bin wieder zurück zum Auto. Da ist mein Bruder, sehe ich gerade. Und der wundert sich schon, warum ich hier wieder am Scheiße sammeln bin, so ungefähr. Hallo, Alexander. Hallo, na, machst du den Radlader wieder schicki? Alter, hast du die geilen Reifen vorne gesehen? Geile Reifen. Damit kannst du den Krieg fahren, ey. Oh, weiß, das sind Weiß, wollte ich gerade sagen, wie heißen die Weißrandfelgen, aber das sind Blitzeblankfelgen. Moinsen, also ich habe jetzt meine Kamera erstmal repariert. Die hat eben ganz gerade ganz komisch gefilmt. Ich hatte richtig Panik, dass das Ding kaputt ist. Das wäre super ärgerlich gewesen. Ja, ich habe jetzt Rüdi eingesammelt. Der ist schon ganz müde wegen der Wärme. Und jetzt fahre ich noch einmal tanken und noch das Martingall von Vorbesitzerin von Polly holen, dass die da sich nicht so frei machen kann heute. Ich habe eigentlich mal ein Trainingsvorderzeug und eins für besondere Anlässe. Und jetzt suche ich halt noch das raus für die besonderen Anlässe, weil ist ja schon mal Training bei Kai Rüder ist ja jetzt nicht so, dass man das jeden Tag macht. Ne? So, und deswegen muss ich jetzt auch mich ein bisschen sputern mal wieder. Ich war eigentlich ganz gut in der Zeit, musste dann noch ein Geburtstagsgeschenk für meinen Papa besorgen. Happy Birthday, Papa! Der hat nämlich heute Geburtstag. Schreibt ihm mal gerne in die Kommentare. Der guckt nämlich auch immer meine Videos. Und da sagt er mir, was redest du da eigentlich immer für einen Stuss so ungefähr? Nein, alles gut. Ich hole jetzt erstmal den ganzen Kram ab. Bis gleich. So, richtig gut. Ich habe noch von Mama ein Stück Pizza abgegriffen, weil die Handwerker da sind. Und die haben gerade Mittagspause gemacht. Also bei meinem Bruder. Und jetzt habe ich hier schön lecker Salami mit Käse und Paprika. Mit Paprika muss ich gleich mal runterpulen, aber erstmal muss ich jetzt zusehen, dass ich die Ponys reinhole. Also irgendwie habe ich heute überhaupt gar kein Glück mit meiner Kamera. Ich muss ganz doll auf sie aufpassen, weil sie mir gerade schon wieder runtergefallen ist und sie dann gar nichts mehr gemacht hat. Kleine Kamera, halte durch, ich gelobe Besserung. Ich habe Polly nämlich heute die weißen Gamaschen umgemacht. Da sieht man sie ein bisschen, hoffe ich. Weil nämlich, das ist heute echt warm und da sind ja so eine Luftlöcher drin und dann finden wir das nicht so... Ist da nicht so ein Hitzestau unter, sage ich mal. Und da sind schon wieder Annika und Rüdi. Und jetzt laden wir alles ein und fahren los. So, wir sind jetzt angekommen, mega spät. Und ich muss mich jetzt echt beeilen. Weil ich nämlich mal wieder richtig zu spät bin halt. Ist ja nichts Neues. Und jetzt holen wir die Polly vom Anhänger gleich und trennt sie erstmal auf. So, ich kommentiere das Training hier jetzt gerade mal. Ja. Und zwar sollten wir anfangen mit ein bisschen bergauf und bergab traben und lösen und ein bisschen tiefer einstellen. Dann ging das Ganze weiter im Galopp. Da war sie eigentlich schon relativ locker wieder, ist so ein bisschen halbgar. Da muss ich immer noch ein bisschen
darauf achten, dass ich sie ein bisschen mehr ans Gebiss wirklich reite, weil sie ist ja sehr, sehr fein im Maul und sehr weich und man neigt dann immer dazu, dass man zu vorsichtig reitet und hat sie dann eigentlich gar nicht reell durchgearbeitet. So, das ist schon viel besser geworden, man kriegt jetzt schon mal eine richtig saubere Anlehnung hin, aber es ist halt trotzdem immer noch so, dass wenn sie gerade am Anfang ist und noch nicht so aufs Hinterbein geholt ist, dass sie dann vorne einfach sehr leicht wird und darüber sich so ein bisschen durchschummelt. Ja, dann haben wir das mit dem Lösen schon ganz gut gemacht. Dann geht es weiter den Berg wieder hoch und dann auch wieder runter. Da sieht man jetzt auch wieder meine wunderbar flackernden Zügel. Kann ich mich schon wieder in den Allerwertesten vertreten. Und dann ging es langsam an mit Einspringen. Ein bisschen Stufe rauf, ein bisschen Stufe runter. Ein bisschen, ja, das war jetzt schon viel besser. Ein bisschen losgelassen, also runtergeplumpst, nicht so abgedrückt, eventuell sogar nach unten. So, die war sie gut. Dann sitzen wir, ja. Ein bisschen mehr hinten bleiben müssen sie, da auch ein bisschen mehr hinten, aber alles gut. Macht sie alles artig, also Stufen, das ist nämlich ganz schön steil für unsere Verhältnisse darunter. Aber sie hat das alles echt gut gemacht, weil man nämlich auch sehr weit gucken kann. Dann ging es weiter mit Sand Road, also runter, wieder hoch. Auch sehr gut, gleich nochmal, wieder hoch. Barbe Polly, dann sollten wir ins Wasser gehen, eine Fiese nass machen, weil das als nächste Aufgabe kam, dass sie das Wasser sollten und ja, sie ging dann ins Wasser, ging auch wieder raus und als die anderen zum Treffpunkt wieder hoch sind, zum Trainer, ist sie dann halt nochmal Richtung Wasser gedrängelt und da hatte ich mir eigentlich schon gedacht, so, oh, Polly, die ist heute ein bisschen, hat so wieder ihren eigenen Kopf. Ist ja nun mal auch ein kleines Stückchen, so genau wie da war es jetzt auch schon so ein bisschen, dass sie wieder anfängt gegenzudrücken. Ja, dann kommt man nicht so ganz durch. Dann muss man einmal durchkommen, sieht das natürlich auch immer nicht so ganz schön aus. Aber dafür ist es halt auch zu gefährlich und ich muss mir wirklich da auch angewöhnen, ohne Trainer und so viel konsequenter zu reiten, also auch so in der Dressurarbeit, dass ich sie da nicht so alleine lasse, sage ich mal. Ja, das Wasser war dann auch wieder sehr, sehr gut. Brave Mausi. Wieder längere Galoppstrecke. Kommt noch öfter vor, nicht wundern. Das ist auf so einem großen Platz ist das einfach so, dass das teilweise ist mir dann erstmal weg. So, und dann runter, wieder hoch, rein. Und hopp, rüber. Brave Mausi. Die sollten wir. Ne, jetzt kommt das noch nicht. Nochmal. Jetzt kommt, glaube ich, nochmal so eine kleine Folge. Auch relativ langatmig wieder. Relativ kleine Sprünge, was mir ja immer noch sehr entgegenkommt, weil es bei uns ja immer noch an der Durchlässigkeit hapert. Es hapert ja nicht am Galopp oder so, sondern eher an der Durchlässigkeit vor zurück. Ja, da war jetzt ein Baumstamm, den man jetzt da sieht. Hab den Sprung nicht gesehen, aber könnt ihr mir glauben, das ist rübergegangen, sonst hätte es eine Wolte gegeben. So, und noch ein ganz großer Bogen. Und dann geht das jetzt hier unten links quasi weiter über den hochgelegten Baumstamm. Drin. Mal voll spitzen die Ohren. Da ist immer noch so ein bisschen. Wenn sie die Ohren spitzt, dann bin ich immer auf Hab-Acht-Stellung. Weil ich nur denke so, na, spitzt du die Ohren, weil du Bock drauf hast oder spitzt du die Ohren, weil du dir Tüdelkram ausdenkst. Aber das lief bis dahin noch echt ganz gut. Und jetzt ein Reifensprung. Drin. Feine Maus. Richtig gut gemacht. Ja, dann das Wasser nochmal. Da ist jetzt schon wieder so, dass sie da so wieder so gegen drückt. Und eigentlich wollte sie gerade auslaufen oder so. Da muss ich sie halt noch ein bisschen sauberer am äußeren Zügel durcharbeiten. Auch mal in Außenstellung deutlich ranreiten, weil sie da sonst. Ja, die macht sich halt so stark vorne, ne? Dann denkst du, ach, ist ja vorne nichts dran, weil sie ist ja sehr leicht eigentlich vorne. Und dann drückt sie gegen und marschiert ab. Und dann hängt man da. Shitty. Also immer ein bisschen dranbleiben. Meine Zügel sind eigentlich dann auch zu lang für ein bisschen dranbleiben. Ja, und jetzt haben wir einen kleinen Rumpler. Boah, da hat sie sich erschrocken, springt aber nochmal rüber. Brave Maus. Habe ich mich gefreut, dass sie da noch rübergegangen ist. Ich habe uns schon fliegen sehen oder fliegen wir nicht. So, und dann sollten wir das nochmal machen. 1, 2, 3, bob, rüber, fein. Also ganz, ganz rund alles. Ja, dann ging es weiter zur nächsten Folge. Also Pausen immer dazwischen, ne? Nicht wundern. Ich habe das jetzt so zusammengeschnitten, würde ich Pausen ein bisschen nicht zeigen. Das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. Diesen langen Baumstamm, dann weiter. Jetzt schieben sie da so ein bisschen rum, drückt sie wieder so, macht sich da wieder frei und drückt so ein bisschen gegen. Muss ich einfach viel mehr auf Flüssigkeit achten wieder. Ist ja überhaupt so ein bisschen das Ziel, was im Moment. So, und jetzt dieser kleine Popelbaumstamm da. Wieder ein langer, langer Weg. Also ich bin jetzt bestimmt, keine Ahnung, 200 Meter weg von den anderen. So, und jetzt kommt ihr Polly in Aktion. Nö, gehe ich nicht hin. Aber Ohren gespitzt. Und das meinte ich halt so, das hat mir ja nichts zu sagen, wenn sie die Ohren spitzt. Das kann so und so sein. Sie galoppiert und dann, nee,
So, und jetzt habe ich die Schnauze voll, ehrlich gesagt. Sagst du, nee, Tüdelkram hier. Hätte ich beim ersten Mal schon machen müssen. Ich warte immer zu lange. Kennt ihr das auch, wenn ihr zu lange wartet? Total bescheuert, könnte man sich im Moos sagen. Guckt man das Video oder so und denkt man, Mann. So, und das ist halt echt Tüdelkram, weil da steht nämlich ein Bulli mit einem Anhänger. Aber ich meine, dieser Baumstamm, der ist bestimmt 7 Meter breit. Den kann man auch aus dem Galopp springen am ganz äußeren Ende. Das ist kein Hexenwerk. Aber sie hat sich dann an der Umwelt wieder mehr aufgehangen als an den Sprüngen selber. Das passiert ihr noch sehr, sehr gerne. Dass sie dann halt durch die Gegend glotzt oder irgendwas hinter der Hecke rascheln hört oder sonst sowas. Was einfach auch so ein bisschen Tüdelkram ist, weil sie hat ja auf mich zu achten und nicht irgendwie, ob da hinten ein Auto steht mit Anhänger. Ja, dann geht's weiter zum Graben, da guckt sie gar nicht rein. Galoppiert da eigentlich eher drüber als alles andere. Dann geht's wieder einen sehr langen Weg zurück. Sehr langen Weg. Sehr, sehr lang. Wieder ins Wasser. Tudum, 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 tudum. Ja, und dann sieht man jetzt schon, dass ich ein bisschen träume, weil ich mich reinsetzen muss. Und dann sagt sie, nö. So, das ist das Dach, das ist ja nicht höher als ein Cavaletti, oder nicht viel höher als ein Cavaletti. Es sieht von der anderen Seite genauso aus wie von dieser hier, die man jetzt sieht. Und da gibt es jetzt auch mal ein bisschen Ärger, weil das ist wirklich Tüdelkram. Das ist Tüdelkram Deluxe. Das ist Tüdelkram mit Stempel von der Klassenlehrerin, weil man das so toll gemacht hat. So ein toller Tüdelkram ist es. Also total schwachsinnig. Ah, Lobis hier auch, also rübergegangen. Vor allen Dingen, wenn sie Angst gehabt hätte, dann würde sie ja einen großen Satz rüber machen. Macht sie ja gar nicht. Sie springt ja dann ganz normal rüber, ohne irgendwas. Ne, also von daher, ja, hat der Trainer auch gesagt. Sehr, sehr frech. Sehr frech. Weiter dran arbeiten. Jetzt kommt nochmal ein Galopp durchs Wasser, glaube ich. So, da hat der Arschvoll dann auch Wirkung gezeigt. Da ist sie dann auch so ein bisschen ruhiger und macht sich mir hier so frei. Nächste Folge ist jetzt wieder dran. Jetzt kommt der Reifensprung, also mit diesen Löchern da drin oder Kreisen oder es sind halt Reifen, ist halt keine Ahnung. Da sollten wir den Sprung einmal vorher zeigen, weil man da ja so durchgucken kann. Und dann sind wir den angeritten und ich dachte so, na, ein bisschen Druck gemacht. Ja, feini, brav rüber. Also man sieht dann auch an den Videos so die Körpersprache des Reiters. Druck und nicht Druck, aber ja, da arbeite ich dran. Das ist ja nur nichts, was man nicht verändern kann oder wo man nicht dran arbeiten sollte. So, dann kommt der Graben gleich, glaube ich, wieder. So, und dadurch, dass das jetzt so ein bisschen schlangenlinienförmig angelegt ist, und jetzt rechts von mir macht sie einfach nur so ein Bubub rüber, ist das natürlich ganz gut, weil sie sich immer so ein bisschen stark macht nach der Folge. Sie ist ja jetzt schon warm gelaufen, das ist immer gar nicht so gut bei ihr. Ja, wieder ein Hechtsprung rüber, jetzt macht sie sich wieder so ein bisschen stark, kommt zum Glück gleich wieder eine Wendung, kann ich sie wieder so ein bisschen abbremsen in ihrem, Übermut. So, dann wieder galoppieren. So, und jetzt kommt da so ein Ding und fängt ein bisschen an zu reiten. Schiebt sie da so hin, weil sie halt so ein bisschen zögerlich war. Und ich war halt so sauer, weil sie da ja vorher schon so... Da war ich dann wirklich mal an dem Punkt, dass ich so sag, da muss ich hin. Da muss ich hin, dass ich von Anfang an so reite, dass ich sie da einfach abhole, mitnehme und wir zusammen darüber gehen. So. Ja, was sagen wir? 1, 2, 3, 4. Rüber, ein bisschen eng, aber macht nichts. Und dann geht's weiter, wieder bergab. Habe ich ein bisschen festgegeben, ich wollte es mal ausprobieren, was da so geht. Ich glaube, da kriege ich aber gleich die Quittung für, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich guck mal, wir warten mal, wie das Endergebnis ist. Nee, doch nicht. Ich habe nämlich Druck gemacht. Genau, da habe ich sie nämlich lang gelassen, habe Gas gegeben und habe sie dann nämlich vorher gleich wieder richtig zusammengeschoben. Da ich gedacht, so, Schweinkram jetzt hier beenden. Tüdelkram. Ja. Und dann geht es nochmal rauf. Dann ist nämlich so eine kleine Stufe, das sieht man jetzt so schlecht, weil es so weit weg ist. Und dann geht es wieder runter. Und dann geht es nochmal über dieses Dach, glaube ich. Ja, wo sie ja eben so spießermäßig geguckt hatte. Ja, sie ist so fein. Und dann kann man auch ordentlich loben. Er hat sich jetzt wirklich zusammengerissen, aber es war halt. Ist halt ein bisschen Arbeit. So, und jetzt haben wir nochmal zwischendurch einen Tipp gekriegt, dass wir sie oder ich sie viel runder einstellen soll und arbeiten soll zwischen den Sprüngen. Und das ist genau das, was mir halt noch so ein bisschen schwer fällt und wo es an der Durchlässigkeit und an der Grundlagenarbeit einfach auch im Gelände hapert. Das lernt man aber auch einfach nur im Gelände, weil sie macht es im Viereck gar nicht. Sie weiß, Dressurviereck ist Daddelbu. Aber sobald da Sprünge stehen teilweise oder so eine schmalen Dinger oder im Gelände halt, macht sie sich ein bisschen stark. Ja, den schmalen hat sie dann sehr gut gemacht und damit haben wir dann auch Feierabend gemacht.
Annika und Polly. Oh, ganz viel Liebe. Da ist das Rüdimann und freut sich. Und da ist Lekaro. Jetzt muss ich das Display mal drehen. Annika hat nämlich wunderbar gefilmt und auch wie Polly die Arschziege gemacht hat. Ja. Mrs. Schlott vorbei ist nämlich Rüdiger. Ist nämlich nicht Rüdiger, sondern Rüdi. Ja. Kleine Pippi, hört er mich nicht. Nein, jetzt ist er wieder da. Und deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen an der Durchlässigkeit arbeiten. Und da gab es einen super duper Tipp. Den werde ich definitiv zu Hause, ich glaube, bis nächstes Wochenende noch ungefähr 1 Million Mal üben. Bis sie es nachlässt. Ja, und wir haben jetzt die Gamaschen schon abgemacht. Also die Gamaschen aus der Hänger. Was macht Katrin da? Machst du die Gamaschen wieder ran, Katrin? Nee, das schaut so aus, ne? Warum? Ach so. Dann juckt doch. Pragmatismus über alles. So, während ich hier Polly fachmännisch absichere, hat Katrin Zimtröllchen und Katjes Wunderland Pink Edition. Pack mich hier gleich ab, ey. Nee. Nein. Nein. So, und da haben wir Quarkbällchen, leckeres Leitungswasser in einer Colaflasche und den zuckersüßen Rüdiger. Die braune Schokolade. Ja, wir machen jetzt hier wieder das allgegenwärtige Kaffeekränzchen. Das ist ja schon eine kleine Tradition geworden. Was aber auch immer irgendwie entspannt ist, ne? Ich finde das echt gar nicht so schlecht. Dann hat man nochmal so, bevor man losfährt. Also schnell alles ab und dann ist man Schluss. Oder was sagst du, Fox? Mhm. Mach mal. Button voll. Warum nicht? Trau dich. Das ist gar nicht so viel. Katrin. Katrin versucht hier ihre Wunderland-Katja an Mann zu bringen, aber irgendwie hat keiner keine Appetit drauf. Es tut mir leid, Katrin. Du musst leider deine Katja alleine weiter essen. Nein, ich nehme mir gleich noch eine Handvoll, bleib jetzt hier stehen. Lekaro. Nach uns die Sinnflut und Lekaro denkt so. Nenne ich Polly schon Lisbeth hier, ey. Nein. Das war witzig mit euch wieder, auf jeden Fall. Und ich guck mal, ob ich jetzt dieses Mal das hinkriege, dass alle mit drauf sind. Warte. Ja, ich krieg's hin. Oh, Wahnsinn. Nach wie vielen Videos. Ja, auf jeden Fall beende ich das Video jetzt hier. Wir haben jetzt unseren Katjes und Quarkbällchen. Ich habe die nämlich noch hier Kaffeekränzchen beendet. Mit Leitungswasser ist auch sehr schön. Letztes Mal haben wir noch Tee getrunken in Süße, weil es so echt so ein... Wir bauen aber. Ja, wir bauen. Nein, Billo Leitungswasser in Cola-Dosen ist das neue In-Getränk, Mann. Jetzt seid ihr wieder weg. So, jetzt habe ich euch wieder. Ja, also ich muss den Hund gleich nochmal zurückpfeifen, weil der schon wieder 100 Quadratkilometer weit weg ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss! Mega behindert auch. Der Ditchi kloppert Ausflug heute. Ja.